Oh, das wäre geil gewesen, schön vorne ist alles weggepackt. Ich würde es ja nicht mal wundern, wenn er auf der Bremse stehen würde. Der Motor ist schon ölfeucht, bevor er überhaupt angegangen ist. Na, direkt einen Juri will ich überfahren. Es ist auch gar nicht dumm, weil wenn die Kiste jetzt einfach nur 5 Grad an Temperatur hier zugewinnt, dann geht hier einfach nur alles in Qualm auf. Wo weiß ich jetzt, jeder die Qualität. Wo weiß ich jetzt, der Hälfte gehört, ist, dass ich das gebaut habe. Der Schelle soll bloß aufpassen auf die Front vom Ram. Gut, stopp. Stopp. Schelle. Reicht. Schelle. Reicht. Endlich kommt das Baby wieder nach Hause. Hier ist die Magic Inside. Das Ding ist rot. Geil. Rot lackiert. Was hast du denn gemacht? Jetzt, guck mal, schon übelst abgenommen, der Kunde. Bist du auf die Ehe? Doch. Ich mich gerade angerempelt. Brauchst du nicht machen? Brauchst du nicht machen. Oh. Da ist die ganze Klappe. Wenn jetzt der Junge dabei wäre, der hätte ihm eine Abmahnung ausgeteilt. Soll ich dich zusammenreißen? Knallst du am Ende? Wegen was? Ja, dass die Dinger aufbläst. Ich weiß doch nicht, ich hab ja noch nie was geöffnet an den Dinger. Ich kenn das nur mit Fernbedienung hydraulisch einfach, weißt du? Ja, Rudi, die haben eben wieder günstig gekommen. Grüße, Rem steht hier. Grüße an Paul, seinen geilen LKW. Das wäre geil gewesen, schön vorne uns alles weggebracht. Endlich ist das Mäusel wieder zurück, Alter. Wirklich? Die volle Pracht der Praline. Also am geilsten wäre, wenn das Ding vorwärts reinkommt, weil ich nochmal in die Tür dann rein muss, weil im Stecker ist er kaputt gegangen. Den hab ich immer zu Hause liegen lassen. Die bleibt wieder so offen, ey. Ist er auf der Bremse noch? So, und 1, 2, 3 und los! Hast du mal gebremst, du Hund? Komm mal Hand und rum, das Lenkrad voll! Ja, ja. Gut! Puh, Santa Maria! Geil, okay, alles dicht, die Dichtung, die du bestellt hast, die haben nicht gepasst, warum auch immer? Nee? Nee, weil die bestellt, die du mir geschickt hast. Das war nochmal andere anscheinend. Mal, das ist auch neu hier. Hat er wunderschön gebaut. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht Gummi machen. Also ist alles ganz schön ausschnappt oder aber alles so, dass es. Na gut, optisch müssen wir dann eh nochmal. Ja, ja. Das müssen wir machen, wenn du das Ding halt noch. Es geht ja erstmal, dass die Technik jetzt das erste Mal ordentlich läuft. Ja, wie geil das mit dem Dämpferschuss hier aussieht an dem Wastegate, Alter. Wow. Ja, die müssen wir bloß alle nochmal komplett nachziehen. Mhm. Ich habe die vorne erst gebaut. Ja, ich sehe es gerade, ja. Die habe ich erstmal bloß, dass das dran passt. Mhm. Dann müsste ich hier in euren Turbo bohren, damit wir hier Unterdruck ziehen können für die Wastegates. Für Kabelbau muss halt echt viel Zeit einplanen, ne? Ja. Das kannst du mal über den Winter machen oder so. Deswegen jetzt einmal gucken, ob alles funktioniert, das ist entscheidend. Ja, alles halt zusammenbinden, zusammenkleben. Ich würde auch sagen, erste Hürde ist erstmal die Technik jetzt zum Laufen bringen. Das Ding dass es wieder also so läuft, wie es mal da drin war, weil wir jetzt ja doch schon nochmal ganz schön viel geupgradet haben oder geändert haben. Ja, na gut, ich sag mal, alleine dieser eigentliche Gedanke war ja mal, wir stecken das mal abends um. Ne? Aber am Ende haben wir dann gemerkt, ja gut, irgendwie haben die Schweden doch ein bisschen was gebaut, was nicht ganz so sexy ist. Das Problem ist halt immer, wenn du es baust, du willst ja eigentlich deine Ruhe irgendwann mal haben. Und ich sag mal, gerade was das Thema jetzt Turbo, wenn du doch mal einen anderen Turbo reinhauen willst, dann kannst du jetzt, ich sag mal, wenigstens mit dem T4 Twin Scroll Flansch, da kannst du halt ordentlich bauen. Der Krümmer bleibt einfach drin, weil die Schrauben, das ist der letzte Schrott. Du kommst nicht dran. Und ich mit meinem gespürt 1,40 muss dann unten drunter, ich habe unten 4 Motoren reinmachen müssen. Mhm. Und die kriegst du so geschissen rein, weil das Ding einfach zugebaut ist. Aber fest hast du gekriegt? Ich habe Gott sei Dank alle festgekriegt. Das hast du echt geil gemacht. Nee, wirklich, danke schön, mein Freund. Das hast du Motor halt durchgezogen. Ich war halt bei mir auch noch so im Audi involviert. Ich hatte dafür ja gar keinen Nerv, hier irgendwie eine Sekunde dran zu verschwenden. Na, ich sag mal, also die Hauptarbeit, da habe ich eigentlich die letzten 2 Tage gemacht. Ja. Also dieses. Es war ja, an sich war es ja eigentlich nur zusammenstecken, so gesehen, ne? Aber naja, das bis auf die Spritleitung und so, da haben wir jetzt nochmal komplett neu verlegt. Genau, das hab ich halt jetzt gemacht. Und den Wasserflansch haben wir jetzt quasi erstmal. Ich habe den originalen umgeschweißt. Genau. Es ging nie anders, weil sonst fährt das Ding dieses Jahr gar nicht mehr. Ja, ja, also. Man müsste. Ich muss nur kurz dazu sagen, das Ding liegt ungefähr schon seit 3 Monaten beim Zoll. Also.
sinnlos. Wenn's lang. Nee, beim Zoll liegt es ja gar nicht mehr, das tut man ja schon. Bei UBS. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal alles im Hintergrund schön sauber bauen und das ist nochmal alles komplett. Überwiss, dass der Motor nicht gleich wieder zum Dritten. Wir hatten das ja letztens schon, das ist eigentlich schon normaler Ablauf. Erstmal die Technik zum Laufen bringen und danach so pflückst du wirklich nochmal und baust es sauber, weil du weißt, die Technik und alle Komponenten funktionieren. Weil wenn du hier erst sauber baust, im Endeffekt so wie ich es beim Audi gebaut habe, und dann doch wird das nochmal geändert und dann machst du hier nochmal was ran und am Ende ärgerst du dich dann, wenn du wieder nochmal die neuen Teile alle zerkratzt oder irgendwas scheiße aussieht. Du weißt halt gar nicht, wo die Reise dann, ich sag mal, hingeht. Ist ja dasselbe Thema mit der großen Ansaugbrücke hier. Das ist die funktioniert aber. Das wäre ein reiner optischer Aspekt. Das ist ein reiner und man könnte halt. Du musst einiges einsparen an Leitungen und Kabeln. Also nur der Videohörer, der fährt damit über 1000 PS mit dieser originalen. Ne? Würde, also es ist ja, es hat ja funktioniert, es hat ja auch vorher mit eurem Fahrzeug funktioniert. Aber ist klar, so ein einbauer Saugrohr sieht halt brutal aus. Ne? Also. Ja, ohne Frage, aber ich würde das halt dann gleich auf die E-Drosselklappe bauen, dass du halt wirklich mit E-Gas fährst, damit du dir den ganzen Spaß halt machen kannst. Das ist halt auch nochmal andere Funktionen alles, ne? Das ist schon. Ja, es ist halt ein Tempomat, kriegst du damit einfach hin. Ne? Mhm. Das ist halt so einfach. Nee, hört mal auf hier. Den Heckspoiler anzufassen. Mach mal die Haube auf hinten, bitte. Weißt du, was das Schlimme ist, wenn du nicht rumkommst? Wenn ich bleib, wie das Ding berghoch gerollt wird. Mach mal an, das ist die Werbung. Komm, wird schon passen. Lass auch. Doch, passt. Noch ein Stück. Im Auge. Das ist ja kein Allrad, der kann besser lenken. Das linke Auge ist mir ein bisschen abgehauen, das ist ausgekennzeichnet. Wir müssen jetzt aber mit Schwung drauf. Hast du das im Augenwinkel? Wieder mal rechts, rollen. Alter. Ja, ein bisschen schief. Und nur weiter. Komm, auf, komm. Auf 30. Ich würde es ja nicht mal wundern, wenn er auf der Bremse stehen würde. Ja, so gut. Ach, ist doch eine Kupplung da eben. Oh, ich hab da hier den Gummi abgerissen. Einfach nochmal für mich ein Bild zum Schlafen gehen heute. Ich schieße jetzt nach Chemnitz, wir sehen uns morgen. Ja? Wir sehen uns morgen, Freunde, und hier geht's morgen weiter. Wir sehen uns gleich. Ja. Genau, wir sehen uns gleich. Weiter geht's an dem, der die das Supra, die AG Werken und Bastel e.V. hat sich heute wieder hier zusammen vereint vor dem Kfz. Unser ungarischer Koch ist schon vorne am Ladeluftkühler dran. Ne? Und beißt seine vierten Zahnreihen zusammen. Man muss sagen, Juri wollte nichts an dem Auto tun und macht jetzt trotzdem, weil er das Auto mittlerweile richtig lieb. Hast du die 25 Euro auf dem Erdboden schon gezeigt? Ja, hier, einmal leer. Dort steht's, einmal leer. Schelle war schon eine große Hilfe und hat uns hier das Öl komplett neben den Einfüllstutzen gekippt. Wie ihr sehen könnt, ist das Ding komplett mit Babyöl eingeschmiert. Also wenn es gleich qualmt, bist du aber rum. Wirklich, geisteskrank. Was ist denn? Was soll ich denn trinken? Was, warum? Ach so, ja, weil hier schon wieder alkoholische Getränke im Spiel sind, für die wir natürlich keine Schleichwerbung machen wollen. Hier ist übrigens der Saft, den das neue Aggregat trinken darf. Und ja, wie ihr hier schon sehen könnt, hier unten, der ganze Motor ist schon ölfeucht, bevor er überhaupt angegangen ist. Ja, vorher schon ölfeucht. Ja, na klar, hier sitzt er schon übrigens. Mit ausreichend Platz. Der liebe Steffen hat uns nämlich schon auf dem Rastplatz, weil der gerade auf der Autobahn unterwegs ist, eine kurze Basemap geschrieben, damit wir hier das Aggregat schon mal zünden können und einen ersten Eindruck bekommen, ob die Technik hier überhaupt ihrer Funktion nachkommt. Wir haben auch heute jemanden vom TÜV da, der die ganze Aktion hier ein bisschen bewacht. Ja? Gerüstbaumeister Rudi. Übrigens, nur dazu sagen, Freunde. Die Legende, der sieht ja aus hier. Stopp, warte. Da muss ich ganz kurz, Gerüstbaumeister. Wenn ihr Rudi auf der Straße erkennt oder auf Partys, wirklich, ihr könnt den immer ansprechen, weil Rudi hat mir gesagt, er wurde schon mehrfach angesprochen, du bist ja der lustige Rudi aus den Videos. Also wirklich 1A. Selbst in Malle wurde er schon erkannt beim Roller-Ausleihen. Und auch, und wie Rudi ist, ne? Da kommt ein Typ an und guckt ihn dauernd an. Rudi so, was guckst denn du? Ist irgendwas oder was? Rudi so, ist irgendwas? Du bist doch die eine Packung oder was? Du bist doch der Rudi, oder? Richtig geil, wirklich. Das ist auch nicht schlecht. Wir hatten auch Kalibra-Handys auf dem Bilder auf dem Handy, so rum. Ja. Kalibra-Handys auf dem Bild. Kalibra-Handys auf dem Bild. Hey, also wie gesagt, Rudi ist ja ein Star mit einem. Ruhig mal einen Daumen da lassen auf seiner Seite. Ja. So. Und? Was taugt das Baumarktwerkzeug? Baumarktwerkzeug? Snap-on, wo gab's denn den Aufkleber? Einer müsste mal hinten die Papier anklemmen. Noch nichts machen, Schelle. Wie sind denn noch nichts machen? Ich kann sonst die Software nicht drauf schmeißen. Du willst schon losfahren, ne? Ich verstehe schon. Ja, direkt einen Juri will ich überfahren. Wie ist eigentlich so platzmäßig mit den Sitzen? Das ist richtig räudig. Also
ohne Scheiß, wer sagt, die sind übelst bequem, der ist wirklich vom Westen vom Pony getroffen worden. Sabino, nicht Bergsteiger spielen! Oh nein! Rick, du bist vom Pony getroffen, hab ich gerade gehört. Ach ja, Rick Findeisen ist nämlich der Meinung, dass ein Full Position der bequemste Sitz ist, den es im Automobilsektor überhaupt gibt. Na gut, wenn du natürlich ein Kreuz hast wie ein Bär, wird es schwierig. Ein Kreuz wie Marco Bär hat keiner. Grüße gehen raus. Der alte Specknacken. Nee, wir müssen noch ein bisschen warten. Wir müssen ja erstmal das Öl hier wegschmieren, bevor wir die Kiste anlassen und hier alles in Rauch aufgeht. Juri hat gesagt, wir können lassen. Wirklich, sind hier nur noch Frosch am Start? Also für mich wäre es hier schon Abbruch an der Stelle. Na, das ist so. Ja, ich würde erstmal einen Motor sauber machen. Ja. Es ist auch gar nicht dumm, weil wenn die Kiste jetzt einfach nur 5 Grad an Temperatur hier zugewinnt, dann geht hier einfach nur alles in Qualm auf. Ich will dazu sagen, das hat auch nichts mit meiner Fuschigkeit zu tun, wie ich sonst drauf bin, Freunde. Das ist nicht meine Art und Weise hier. Ja, ich hab mich bewusst rausgehalten hier aus der ganzen Geschichte. Na? Ich hatte mit dem Audi genug zu tun, deswegen habe ich die Jungs hier mal machen lassen. Wir gucken heute mal, was da rauskommt. Ja, jetzt ist es gleich wieder logisch. Das Ding ist ja. Das ist wieder Müll. Ich habe nur kurz jetzt geölt im Thema. Wie sie alle rausreden, schon bevor hier irgendeine Schraube gedreht wurde. Mit dem Fusch haben wir erst angefangen, seitdem der Juri mitmacht. Macht jetzt mal einer die Batterie dort hinten dran, oder? Wir müssen doch erstmal das Öl vorne wegschmieren jetzt. Ich kann doch aber derweil die Software drauf schmeißen. Ja, das dauert eine Sekunde. Na, aber nie, wenn ich hier noch dreimal hier den Spaß machen muss. Hier, Schokobons. Aber weg. Das sieht aus, ein Müllhaufen. Ja. Letzte. Schokobons, weil ich verarsche, das ist eine Teilekiste. Das ist verbrannt. Ich muss euch mal ein Bild machen, wie das Ding hier gebaut wurde. Ja. Guck mal hier, ich hab die Kabel gemacht. Das war schon, Juri. Die Kabel, das ganze Zeug, das ist hier, die Relais, das ist die Isolierband oder was? Ja. Genau. So wie bei dir im Audi, da darf man ohne näher hingucken. Nee, lieber nicht. Nee. Nur mit einer Dioptrienzahl von plus 8. Oder Sonder. Ja, das kann man gar nicht zeigen, ey. Sieht so gruselig. Ja. Brauchst du noch ein bisschen Papier, weil dann holst du noch 4 Meter. Ja gut, wenn du schon mal neues bestellen könntest, dann ist nämlich bald leer. Ja, dieselbe Rolle wieder einfach. Ja, was denn? Nee. Eigentlich müssen wir den Motor jetzt zerlegen, ja. Ja. Naja, hab schon gerade gesagt, dass wir das Papier hinhauen. Kennt ihr die Sendung, die Bangladesch-Bastler? How long? Lipo. It's about 5 minutes job, you're taking 2 hours. Lipo, feed my lips, please. No. Back off. How long? Was ist der Max? Bangladesch-Bastler. So. Und ich hab's auch nicht verschüttet. Hast du Radio? FM? MB? Nee, ich lese hier wirklich nur Bücher. Du liest? Ja. Okay. Aktuell lese ich. Nicht schlecht. In der Straßenbahn, wenn du herfährst auf Arbeit. Denk mal kurz selber drüber nach. Was? Mit der Straßenbahn hierher. Ja, na klar. Holst du die mal in den Bund hin? Was? Was denkt man sich dabei so als Außenstehender? Nicht. Fisch. Fisch. Wir sagen auf dem Bau, Fisch am Bau. Das zählt nicht mehr unter Schwarzarbeit, das ist viel schlimmer noch. Ganz schlimm, ja. Ja, hier gibt's noch so einen Stecker. Was ist denn? Ich hab geguckt, wie die Öl noch unten ist. Kann ich noch mal was wegen der neuen Hose ansprechen? Oder hab eine Hose? Anspressen? Ich hab eine Hose gekauft von der RD8. Die Spange raus, geht doch verstehen. Ich hab eine Hose gekauft von der RD48. Ne? Von der RD48? Von 1999, ne? Ja, brutto. Die ist jetzt wirklich noch ein Jahr kaputt. Achso? Also qualitätstechnisch. Na gut, aber es steht auch drauf, nicht mit Windel tragen. Was ist das? Stand eigentlich drauf. Ich hab's dir gesagt. Das sind die alten Muster. Wenn du Schachtel brauchst, sagst du wahrscheinlich lange. Kannst du das kurz erklären, was das war für ein Elektrogerät, was du in deiner Hand hattest? Vor Aufregung musste ich meine Ohren gerade, das ging nicht anders. Ja, ich würde den Kühlwasserdeckel, wollen wir den Fleisch drauf machen? Ja, nur für einen Freund. Ja, was, sonst kommt der eh noch Luft raus? Ja, ist okay. So, machen wir jetzt einen heißen Moment, hä? Hast du den Gang drin, dann kannst du losgehen. Wie fühlt sich jetzt die Kupplung an? Gut, aber schwer. Jetzt ist es nicht wirklich eine Kupplung, die so sein soll. Bei den Kühlwasserdeckel komme ich nicht. Soll ich? Jetzt kannst du. Gut. Warte mal, wir müssen mal gucken nach dem Benzin. Drosselklappe hat er euch angeguckt, ne? Ja, nee, ist. Geisteskrank, was hier abgeht. Das dreckigste Auto, was der Rolex hier gebaut hat. Hä? Das dreckigste Auto, was der Rolex hier gebaut hat.
Zeichen. Geil. Trotzdem ist es schon fett. Mhm. Endlich läuft das Schweden-Superprojekt ja wirklich. Dieses sind noch viele Vereine. Am Ende, ne? Oh, aber es sind noch viele Vereine, kleine Vereinheiten noch zu machen, aber wenigstens läuft es erstmal. Wir können es einmal testen, das ist A und O. Ja. Und euch erstmal schön Content liefern mit. Wir müssen jetzt sowieso erstmal gucken, was ist alles dicht, wie läuft ja, ja. alles, schleift irgendwo was. Das haben wir ja gleich gesagt, erstmal Technik und dann machen wir die Schönheiten noch. Genau. Michi übrigens hat mir gesagt von hier Heat Protect, Jungs, macht's auf keinen Fall drinnen, warm laufen lassen, weil das wird so derbe stinken mit der Isolierung, hat er gesagt. Na, entweder geben wir ein bisschen mehr Standgas erstmal, weil das ist ja das, was er, weil das sagte ja Steffen, dass er das noch nie eingestellt hat, weil er eigentlich immer auf E-Gas-Mopeds umbaut. Genau, das kann ich mal ganz kurz erklären. Normalerweise war immer E-Drosselklappe bei den 2JZ-Umbauten verbaut, die Steffen quasi gemacht hat. Und der hat jetzt mal ganz fix, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, ganz fix auf dem Rastplatz, weil der gerade auf der Autobahn ist, mal fix eine Basemap geschrieben, dass wir hier überhaupt erstmal starten können und erstmal einen kleinen Endfunktionstest machen können. Ne? Genau, und hier haben wir ja noch die mechanische Oldschool-Drosselklappe verbaut. Und da haben wir jetzt natürlich erstmal keine Werte, die wir hier, sag ich mal, zum Überprüfen nehmen können, wie die Drosselklappe steht, um die zu kalibrieren. Aber das Standgas sollten wir jetzt auf jeden Fall schon mal naja, in den Griff kriegen, denke ich, oder? Ja, 100%. Komischerweise. Müssen wir Benzindruck nochmal einstellen. Der pfeift ab. Schön aus, den ganzen gefühlt mal eine Dreiviertelstunde draußen stehen lassen. Die Frage ist, jetzt könnten wir trotzdem schon rückwärts rausfahren, oder? Ja. Willst du mal ein paar Stück Kopier schon? Ah, ist zu wenig. Ja, ist unter, über mitten ist es auf jeden Fall. Dann würde ich einfach noch mal einen Liter hier so drüber kippen. Schelle. Ich mach das. Du, mir ist das so scheißegal. Das ist ja nicht meine Karre. Erfahrung hast du ja. Die Leute werden sich denken, so, Mensch, Schelle ist so ein krasser Typ, dass der so umgeht mit den anderen. Das ist nicht dieser Honig noch. Ich dachte, der liebt die Jungs, der liebt die Autos, aber nee. Das ist 43 schon Milch geht. Hm? Das kann man trinken. Hast du gerade oder was? Ich wollte mal kosten. Jetzt kannst du nicht mal trinken. Haben wir noch Bremsenreiniger? Oh nee. Hier, Akkustand niedrig, hier kommt's. Die Meldung ging gerade schon an. Hier. 6%. Dem ist nicht so blöde. Okay, die Bäden in der Kfz-Werkstatt, da kennst du irgendwie nur die Nummer dafür. Ja. Schön sieht er aus, muss ich sagen. Seit langem wird dieses Fahrzeug mal wieder bewegt. Es war einfach überfällig. Wird es natürlich noch viele, viele kleine Probleme geben, aber keine Probleme. Das kriegen wir schon hin, denke ich. Das kriegen wir hin. Jetzt erst. Es ist so geil einfach nur wirklich. Wir müssen jetzt die Kiste auf jeden Fall erstmal ausnutzen lassen hier. Das klingt wirklich brutal. Aber schon mal schön, dass er läuft, ne? Ja, es macht mich richtig glücklich, wirklich. Ist richtig geil. Weil endlich haben wir diese Single Turbo Super, die wir immer wollten, Alter. Die Schelle ist gerade hier oben, Kühlmantel war gerade locker, deswegen hat sie hier oben rausgedampft. Achso. Da haben wir rausgemacht, aber hier. Oh, jetzt erkennst du die, was wir mal hin bei der Bude. Ja, lassen wir erstmal bitte Temperatur und Zeit geben. Nochmal verabschieden, weil er jetzt ja in die Ewigkeit hochfährt. Mach's gut. Ja, wir haben kurzer Platztausch gemacht hier. Und jetzt wird auf jeden Fall ein bisschen mehr an Supra passieren als an BMW. Ja? Und du fühlst es einfach. Ich fühl's gar nicht. Schelle, du machst echt eine gute Figur, muss ich sagen. Ja. Ich weiß, wie viel Farbe es ist. So, du kannst ihn anmachen. Übrigens, hier, Freunde, steht zum Verkauf. Und da gibt es schon den Inserat zu. Hinter Käfen die Praline.
Freunde, wir haben das Ding jetzt nochmal gedreht, dass schön die Luftblasen aus dem Kühlwasser raus können. Ich denke, wir checken jetzt nochmal ganz kurz im Steuergerät, was Kühlwassertemperatur sagt, aber ich denke, es sieht schon ganz gut aus. Und man sieht schon, Thermoisolierung, qualmt nicht mehr, nur extrem hat sich quasi ausgedünstet. Wir sind richtig glücklich. Wird geil. 76 Grad. 76? 76? Ja, steht. Das ist top. 76 ist top. Vor uns hat man nämlich mal ganz kurz 120, da war noch ein bisschen Luft drin. Läuft schon mal sehr gut. Läuft schon mal sehr gut. Man sieht auf jeden Fall was. Da kam eine schöne, Stichflamme. Zeig mal, Sommer. Also Kühlentemperatur. 75,6, das ist doch top. Jetzt erstmal für den Stand. Jetzt haut doch die Anzeige hin, ist genau mittig. Perfekt bei 8 Grad. Ja, ich denke, es wird eine Luftblase, irgend sowas gewesen sein. Ja, ja. Freunde, und als kleines Dankeschön natürlich, weil der Schelle uns immer so fleißig geholfen hat bei der Supra, auch wenn es nie alles perfekt war. Danke nochmal. Von Haarspeed für seinen 1er in den Shifter organisiert. Ne? Shift-Deppens. Ja, das wollte Schelle mit seinem 1er Golf haben für seinen 16V Turbo. Das Auto werden wir nochmal zeigen, wenn es jetzt fertig ist, weil es ist soweit fertig. Der Shifter fehlt noch. Und jetzt packen wir das Ding mal aus. Und es gibt mit dem Code RD48, ne, könnt ihr 10% auf den Shifter sparen, Freunde. Bei Haarspeed. Bei Haarspeed. Im Shop. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch schauen. Den Shifter, wir gucken uns den gleich mal an, weil der sieht ein bisschen besonders aus. Anders als die anderen, ne? Mhm. Jetzt bin ich da. Na, muss ich was sagen? Ui, bitte hier. Makronis. Was hat alles? Ich glaube Anleitung. Nein, ja, genau. Anleiter, Einbauanleiter. Alles dabei? Oh. Oh Gott, Juri, ich mir einen kleinen Hassanfall in meinem Leben. Müssen wir mal reingucken. Das ist schön verpackt, muss ich sagen. Wie Weihnachten hier. Ui. Aufkleber, gut. Gerade auf Schifter. Ja, Aufkleber, Duftbäumchen. Ja. Ist das die Grundlade? Gehen wir erstmal alle Teile ganz mal durch. Ah, jetzt. Oh, hier. Und das ist besonders mit Holzknauf, Freunde. Wollte ich haben, weil es gut zu meinem Kfz passt. Geil in dem Beutel, ne? Muss man wirklich sagen. Der Beutel ist fett. So. Mausibude. Oh, schön. Das haben wir schon bei Arne gesehen übrigens, ne? V8. Ja, auch bei Benny in der Kuh verbaut. Ja, genau. Ja, Haarspeed macht ja hauptsächlich oder hat angefangen mit Audi. Und ich sag mal, da ist ja dadurch das Getriebe, was ich drin habe, ist ja im Audi und im Volkswagen drin. Ah, geil. Mhm. Das sieht schon edel aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Zeigen wir hier. Schön hier, okay. Das ist schon lässig, wirklich. Denn halt das Geile, das Gefräse, das Stabile sieht halt übelst geil aus. Mhm. Ich muss dann wirklich sagen, echt keine schlechte Arbeit von den Jungs. Sehr, sehr geil. Da bin ich mal gespannt, wie das Ding aussieht, wenn das dann eingebaut ist. Ja, muss ich auch sagen, gerade mit dem Holzknauf im Einzelnen wird schon richtig geil passen. Ja. Ich hoffe, Schelle, du bist glücklich und freust dich. Ich bin richtig glücklich, weil ich den unbedingt haben wollte. Ja. Und wirklich schon lange geschaut habe, was ich hole, weil die anderen bauen andere. Das fand mir aber nicht. Ich wollte nicht dasselbe haben, wie alle das im Einser haben. Und der ist halt ein bisschen extravaganter, sag ich jetzt mal. Hat er sich verdient übrigens. Ja, hat er sich verdient. Muss man mir sagen. Ja, für die Schelle, für dich, mein Freund.